Jo Leute, herzlich willkommen hier bei Lemon Team Sports zu unserem Adventskalender am zweiten Tag. Das heißt 2. Dezember und heute heißt es zum ersten Mal Challenge Us. Wer nicht weiß, um was es sich dabei handelt, der hat wahrscheinlich geschlafen oder er klickt jetzt mal hier oben auf das empfohlene Video, dann wisst ihr auch, um was es sich heute dabei handelt. Im Prinzip stellen wir uns zusammen euren Challenges da draußen, also wir gegen die Community und heute, ja, erstes Mal Challenge Us und richtig. Matze. Wer hat sich da kreativ so ausgedrückt, dass wir die Challenge genommen haben? Das war die Denise. Und die Denise hat gesagt, dass wir es nicht schaffen, wenn wir 20 Meter auseinander stehen, den Ball in der Luft 11-mal hin und her zu spielen, ohne dass der Ball auf den Boden fällt. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Wird nicht ganz einfach, glaube ich. Das Aber stimmt. Für sowas bekommst du, Denise, jetzt die 111 Euro Gutschein. Und am Ende kommt auch noch was in den Geschenkesack. Von daher, man muss dazu sagen, wir sind heute in Madrid und Griezmann ist auch hier. Keine Ahnung, vielleicht kann man da 1 und 1 zusammenzählen. Mal gucken, was in den Geschenkesack wandert. Genau. Jetzt aber stellen wir uns erstmal der Challenge. Let's go, oder? Auf geht's. Schön. Sehr gut, 2. Schön. 3. <Drei. lacht> 4. 5. Sechs. Sehr gut. Sieben. Acht. Sehr gut, Junge. Neun. Komm, Junge. Zehn. Komm, ein Junge, ein noch. Elf. So, Denise. War leider nichts. Wir haben es geschafft. Und jetzt gehen wir zurück ins Studio. Zurück in Berlin, so schnell kann es gehen. Und Matze, Challenge Nummer 1 von Challenge Us. Gemeistert, würde ich Absolut. Sagen. Absolut. Sehr positiv, muss man auch sagen. Und liebe Denise, nicht, dass wir es dir nicht gegönnt hätten, aber natürlich wollen wir auch gewinnen. Klar, ja? Also wir wollen ja jede Challenge gewinnen. Richtig. Das ist ja der Sinn der Sache. Absolut. Aber Denise, was ist dir durch die Lappen gegangen? Wir haben es ja schon so ein bisschen angeteasert. Wir waren ja in Madrid, wir waren zusammen mit Griezmann. Und du, liebe Denise, hättest einen unterschriebenen Puma Future von Antoine Griezmann gewinnen können. Den hast du jetzt nicht gewonnen und das heißt, der wandert in den Geschenkesack. Und den Geschenkesack, den verwaltet dieses Jahr unser Weihnachtspraktikant, der Fridolin. Ja Leute, hallo, ich bin's, der Fridolin und ich bin dieses Jahr der Schatzmeister. Und deshalb tue ich den Geschenkesack verwalten und jetzt kommen erstmal die Griezmann-Schuhe da rein, ne? Schade, Marmelade, würde ich sagen, aber der Gegenstand ist nicht einfach weg. Denn er bleibt im Geschenkesack, kommt jetzt dann dazu zur zweiten Challenge-Ass-Folge. Das heißt, ihr müsst weiterhin kreativ sein, schreibt auch unter dieses Video gerne eure neuen Ideen, aber rastet mal komplett aus, ja? Hebt euch mal von der Masse ab. Wir haben zahlreiche Kommentare bekommen, das war schon ziemlich geil. Aber viele haben sich geähnelt so und waren für uns ein bisschen zu langweilig, muss ich sagen. Genau richtig. Es heißt ja Challenge Us. Ja. Ja, also fordert uns heraus. Ey. Zeigt uns Dinger, die so krass sind, dass wir sagen, boah, die Challenge, die müssen wir definitiv machen. ich freue mich auf alle Fälle schon auf die nächste Folge. Und bevor wir jetzt aber rausgehen,
Heute ist natürlich auch wieder eine geile Aktion in unserem Online-Shop. Da müssen wir euch natürlich auch mal kurz drauf hinweisen. Ihr könnt in der Beschreibung einfach auf den Link klicken, dann kommt ihr direkt in unseren Online-Shop. Oder ihr wartet jetzt einfach noch auf den Abbinder, denn da wird es dann auch nochmal angezeigt. Genau, vergesst übrigens nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr keines der nächsten geilen Videos. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen. Und ich würde sagen, Matze, wir sind raus. Sehen uns morgen. Ciao.